nicht mehr. Man hätte wenigstens die Tippanimation lassen können. So. Herr Goldmanrick gestand mir, dass er es war, der für die schrecklichen Apparate verantwortlich war, die die Patienten in Greenshill quälten. Doch dass sie ihnen helfen sollten und nicht schaden. Doch Dr. Blackmore missbrauchte sie für seine eigenen Zwecke. Er ernährte sich von den Ängsten anderer. Was glaubte er dadurch zu erreichen? Ich muss ihn aufhalten. Ich muss Tim retten. Tim. Tim und Struppi. So. Der CGI-Film davon war gar nicht mal so schlecht. Von Tim und Struppi. Tim. Mensch, sieht der gut aus dafür, dass er schon so lange da drin hängt. Liebste, du hast mich gerettet. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, das Leid und die Ängste dieser Menschen zu spüren. Ich wollte sterben. Dafür siehst du, wie gesagt, sehr gut aus. Also, sehr happy, nicht blass, nicht total hier mit Augenringen. Und wieso konnte er einfach so durch die Tür gehen und wir nicht, obwohl wir ein Brecheisen hatten? Die Tür hat eine Störung. Gerade das Tim in Tür. Ach Mensch. Echt? Oh, sowas aber auch. Ein Teil dieser Maschine fehlt. Das ist jetzt das Bonuskapitel. Schön wär's. Da hätten wir jetzt nämlich fast hinter uns. Ein Teil des Mechanismus fehlt. Nervt das? Nein, nicht jetzt. Gerade als ich Tim eingeholt hatte, schlug die Tür, durch die er gegangen ist, zu und klemmte fest. Ich muss sie sofort reparieren. Wer weiß, was auf der anderen Seite ist. Die andere Seite. Tim, würde ich mal vermuten. Wir haben ja schon wieder einen Dart-Pfeil, den brauchen wir aber diesmal nicht. Ich habe ihn einfach mal präventiv angeklickt. Kurvenschablone. Na, ja, die. Die gute Kurvenschablone. Fleischerhaken, Pfannenmänner. Rumprasseln. Was? Rumba? Ach, Rumba-Rasseln. Ich sag, Rumprasseln? Wie soll ich das denn finden? Rumba-Rasseln. Trillerpfeife, Weintrauben, Brombeeren, Halfter, Hammer, Krone, Locher, Hantel, Rosen, Eimer, Zimtchips. Zimtchips. Die sollen ja sehr gut sein. Ich habe sie noch nicht probiert. Oh, Pizza. Weintrauben. Oh. So gute blaue. Ich liebe blaue Weintrauben. Kurvenschablone. Locher, meinen die vielleicht das hier? Das ist zum Löcher machen für nicht Nieten. Also ich glaube auch Nieten. Aber vor allem für Löcher, für so Ösen. Und ich glaube auch für Knöpfe. Also kann man auch machen für Knöpfe. Ich benutze die Dinger eigentlich nur, um Löcher zu stanzen für diese Ösen. Das ist eine Trillerpfeife. Nee, es war der Halfter. Ah ja, okay. Floppy Disk. Na, ist nicht wirklich eine Floppy Disk, ist eine normale Disk, aber die sind ja, glaube ich, trotzdem Floppy Disks, obwohl sie nicht so floppig waren wie die ersten Floppy Disks, die es so gab. Ich weiß nicht, wie groß die waren, aber sehr groß und sehr floppig. Ein Pfannenwender, den hatten wir mal in einem anderen Wimmelbild so sehr prägnant. Ich glaube, da bei dem Baum auf der Wiesen. Toller Pfeife. Da durfte ich ihn nicht mitnehmen. Jetzt möchte ich ihn nicht mitnehmen. Schmoll. Wenn ich schon wieder alles vergessen habe, klicke ich einfach mal an. Während ich gucke, was ich eigentlich brauche. Hammer, Kanone, Locher, Rosen. Chip. Wohl vermutlich kein Kartoffeltipp. Zimt. Zimtstreuer oder so? Zimtstangen? Oder Zimtcity? Oder
Lassen die Rumba rasseln. Zimtpilze? Nein. Zimtbeere? Auch nicht. Zimt. Flüssiges Zimt. Locher. Chip. Da die Brombeere. Fleischerhaken. Kanone. Was denn für eine? Ich habe hier ein Auto. Das willst du aber nicht. Da die Kanone. Eimer. Hammer. Pfannenmänner. Pfannenmänner. Zählt leider nicht als Eimer, aber das ist ein Eimer. Wir brauchen nur noch einen Hammer und das Zimt. Ich kenne Zimt allerdings nur im Streuer. Und als Stange. Wenn das jetzt hier eine andere Form hat, dann werde ich es vermutlich eher nicht erkennen. Oder das Wort Zimt. Das könnte natürlich auch sein. Ich weiß aber nicht, wie es im Englischen heißt. Aber ich habe ja auch noch kein Wort gesehen. Bei Zimt ist doch, glaube ich, Cinnamon. Cinnamon oder sowas. Zement. Aber habe ich hier noch nicht gesehen, das Wort. Also wird es vielleicht kein Wort sein. Die Blume ist es auch nicht. Sie haben auch noch keinen Hammer. Vermutlich ist das dann wieder total offensichtlich. Da, Zimtstange. Vermutlich wieder total offensichtlich. Da, natürlich, total offensichtlich. Ich habe schon 5-mal gesehen im Unterbewusstsein. Fehlt aber noch was. Ich muss das jetzt nochmal machen, weil ich es nicht hätte beim ersten Mal schon mitnehmen können. Kleine Glühbirne. Kleine Gänseblümchen. Lautsprecher, Rasiermesser. Wärmflasche, Eiffelturm, Handschuhe. Karabiner, Federball, Diskette, Schleife, Patrone. Kamera, Schuhe, Auto und Brille. Das ist wieder eher so Spielzeitstreckung, finde ich. Das ist doch eine Brille. Ja, was brauche ich jetzt noch? Kleine Glühbirne. Lautsprecher. Die sehen halt eher so aus, als würden sie zur Umgebung gehören, Lautsprecher. Federball, Patrone. Federball. Patrone, Brille. Karabiner. Das ist die Glühbirne, oder? Da ist der Karabiner. Ich habe die Brille und die Patrone. Brille? Ich wüsste jetzt nicht, was von dem, was ich hier gefunden habe, mir helfen soll. Vielleicht die Glühbirne. Ja, wir wissen, Maschinen funktionieren nicht, wenn die Glühbirnen nicht gehen. Da ist die Patrone. Ich habe noch was Kleinerem gesucht. Die Glühbirne. Lass nicht zu, dass er diese Maschine startet oder alles ist verloren. Beeil dich, mein Schatz. Er wird immer stärker.
Alter, sieht das scheiße aus. Was soll ich denn machen? Ich habe ja gar nichts mehr dabei. Wiederhole die Lichtsequenz, indem du die entsprechenden Knöpfe betätigst. Nur so kannst du Dr. Blackmores Maschine zerstören. Verlierst du dreimal, musst du von vorne beginnen. Das heißt, die Maschine basiert auf dem Simon Says Prinzip. Wirklich? Wer hat das konzipiert? Einer aus dem Kindergarten? Ich stolpere in den Kontrollraum und sah nach Tim, wie er verzweifelt mit Dr. Blackmore rang. Und einem Tentakel. Ich muss sie... Ach, das kommt da unten raus. Okay. Ich muss die Maschine ein für alle Mal ausschalten, während Dr. Blackmore abgelenkt ist. Von Tim. Ich hab's schon einmal falsch gemacht. Ach du Schande. Dreimal rot, orange, gelb. Orange, gelb. Grün, blau, gelb. Blau, gelb, grün, blau, gelb, blau, gelb. Blau, grün, blau, orange, grün, blau, grün, blau, orange, grün, gelb, rot, rot, grün, blau. Grün, gelb, rot, rot, grün, blau, grün, blau, orange, gelb, rot, gelb, gelb, orange, blau, blau, grün. Blau, grün, orange, blau, blau, grün, blau, grün, grün. Alter Schwede. Denkt nicht, dass ihr gewonnen habt. Diese Maschine war nur eine meiner Erfindungen. Ich werde euch... nicht beide erledigen können, aber einer wird für alles bezahlt. Natürlich, Tim. Irgendwie hat wer in den Kommentaren geschrieben, es gibt drei Teile bisher von Haunted Halls. Ich weiß nicht, ob die alle zusammengehören. Ich hoffe es nicht. Vielleicht werden wir eben im Bonuskapitel versuchen, Tim zu retten. Lassen wir das jetzt mal durchlaufen. Ist das dann interessant? Mensch, so viele Leute haben da mit programmiert. Es gab eine Leitung und eine Projektleitung. Minispielentwürfe. Was hatten wir denn an Minispielen? Simon Says? Das mit den Kabeln? Und mehr fallen mir schon gar nicht mehr ein. Ah, das mit dem Puzzle. Das, also das, wo man die
Und diesen Cthulhu nachbauen musste, das fand ich am schlimmsten. Ja, komm, das lass uns. Glückwunsch, dass du das Spiel abgeschlossen hast und Zugriff zum Bonusinhalt. Yay. Extras. Extras. Bonuslevel. Spielen.